Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Sie heute in unserer Praxis in Eislingen recht herzlich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Klaus-Dieter Bastendorf, ich betreibe seit 30 Jahren eine Praxis in Eislingen. Von Anbeginn an habe ich mich mit der Prophylaxe auseinandergesetzt. Wir haben uns ja bereits kennengelernt und im ersten Teil haben wir uns mit den Grundlagen der Prophylaxe, der Diagnostik, den häuslichen und einem Teil der aktiven Interventionen auseinandergesetzt. Ich möchte Sie nun zum zweiten Teil einladen. Wir befassen uns heute mit der Fissurenversiegelung, mit der Integration der Prophylaxe in den Praxisalltag und dann möchte ich Ihnen an konkreten Beispielen noch zeigen, wie wir die Prophylaxe im Praxisalltag handhaben. Wir befassen uns mit dem Themenschwerpunkt aktive Interventionen. Wir haben uns bereits mit dem Recall und der professionellen Zahnreinigung befasst und befassen uns jetzt mit der Fissurenversiegelung. Nochmals zur Repetition. Wir sind immer noch bei unserem Prophylaxe-Programm, das sich an Linde und Achselzonen orientiert. Der Teil, mit dem wir uns jetzt befassen, ist die aktive Intervention.